Genau das hat mir gefehlt noch. Was kostet mich das, ein Video zu drehen mit euch? Die, sei mir nicht böse, ne? Ja. Aber wir müssen die Burger kurz essen und unser Video fertig machen. Weil wenn wir... ihr seid am... Okay, dann mach fertig. Danke dir, Mann. Okay. Korrekt. Danke dir. Meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute mit den größten Burger-Hoffnungen. Es gibt einfach noch zwei, drei Adressen in Deutschland, die zum einen, was zwei Videos angeht, einfach maximal heftig Kommentare seit Jahren teilweise ihr mir geschrieben habt, dass ich diesen Burger testen muss. Dann eine Burger-Empfehlung, wo andere YouTuber schnell sind, 10 von 10 gegeben haben. Das werdet ihr in diesem Video sehen. Chicken Burger werdet ihr auch noch sehen. Eigentlich sollten das nämlich zwei Videos werden. Einmal Chicken Burger, einmal Normalburger. Aber Chicken Burger haben dann alle eingeschissen, muss ich sagen. Bis auf einer, der ging. Und ja, deshalb muss ich beides zusammenwürfeln. Dick Burger, Eskalation in diesem Video. Fast 20 Minuten oder 20 Minuten das Video. Viel Spaß dabei. Haut mir gerne die Kommentare noch mit 50 Euro Gutschein und den Daumen nach oben ballern, damit das Video viral geht. Das würde mich freuen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ich schwör's euch, überall recherchiert, das sind die Top-Empfehlungen. Es kann immer Scheiße drin sein. Station 1, let's go, Ahmed. Ja. So, Zulfi, mein Lieber, du hast einen schönen Laden hier. Oh, du hast da so einen Spielautomaten, Zulfi. Ja. Weil du Zocker bist. Das ist ja, der Laden ist eine absolute Herzensangelegenheit. Aha, und hier okay. Kommt alles irgendwie wird, ja, zur Schau gestellt, was ich in meiner Kindheit gerne haben wollte. Ah. Hätte man mir als kleinen Jungen gesagt, hey, irgendwann wirst du einen Burgerladen haben, wo du Street Fighter spielen kannst. Und deswegen auch Star Wars, bin Star Wars Fan halt. Und wenn du jetzt eine Tätowierung hättest, hätte die auch irgendeine Erinnerung an früher wahrscheinlich, ne? So sieht's aus. Selbst die umgefallene Ketchupflasche, alles hat irgendwie so ein bisschen seinen... Ach, geil. Warte, ich lass mich raten, ich weiß. Als du deine erste Liebe kennengelernt hast, hast du eine Flasche umgehauen und danach wurdest du ein Jungfern. Lassen wir mal so stehen, aber nein. So, wir wollen nicht zu sehr um heißen Brei rumreden. Wir fragen uns jetzt, Leute, warum gilt dieser Burger als, sagen wir mal, der beste Burger oder einer der besten in Stuttgart-Umgebung? Ihr macht ja nicht einfach einen Burger, sondern ihr habt hier ein Konzept, ihr habt irgendwas euch überlegt. Also im Endeffekt gibt es ein paar Grundprinzipien und darüber hinaus viel Platz für Kreativität. Wir haben jeden Schritt perfektioniert. Wir haben ein gebuttertes Brot, was innen kross ist, saftiges Fleisch, frisches Gemüse. Butter muss, ne? Butter auf Butter muss und außen, ja. Ist das, außen ist das Ding weich. Ja, ja. Also so ein Reverse-Bun halt, so Brioche. Und das macht die ganze Sache dann im Endeffekt so schmackhaft. Okay, Fleisch, was für Fleisch? 100% Rindfleisch ausbalanciert. Also das heißt, ihr habt eine Zusammenstellung, die du mir jetzt nicht verraten wirst, mit Sicherheit, ne? Wir haben lange mit einem Metzgermeister damit rumrecherchiert und gemacht. Und das macht uns übrigens auch aus. Also wenn wir was droppen, gibt es ein gewisses Hops-Niveau, das muss erreicht werden. Hops-Niveau, ist das ein markengesicherter Begriff? Ja. In Stuttgart kennt es jeder. Okay, gut. Also du wirst sagen, du bist schon vom Niveau her auch, was Fleisch angeht, die Zusammenstellung, das Konzept, bist du schon on top so. Wir haben viele Hops genommen bereits. Geil, geil. Okay, dann wollen wir mal erstmal einen Durchgang Chicken Burger machen und dann machen wir danach normal oder was hast du? Machen wir. Ja, okay, geil. Dann legen wir los. Ahmed, gib uns die Bilder. So, für mich die Info noch, was für ein Käse benutzt ihr? Cheddar-Käse. Das ist aber kein so ein Standardding, das ist hochwertiger Cheddar wahrscheinlich. Hochwertiger Cheddar, ja. Der Unterschied bei uns ist halt, wir grillen unser Fleisch. Das heißt, da kommen manchmal Flammen ran. Und im Gegensatz zum Smashburger, der auch richtig geil sein kann auf jeden Fall, hast du hier mehr Saft, mehr Röstaromen auf jeden Fall und kannst ihn auch vor allem auch Medium machen. Aber mehr Röstaromen, Sulfi, das halte ich für ein Gerücht. Bei Smashburger, das kriegst du ja kaum übertrumpft, wenn du einen richtig guten Smash hast. Grillaromen. Ah, okay. Okay, genau, das safe. Da hast du recht, das Grillaroma. The best thing that you've ever seen, you know that you bow to the queen, you lose all your senses and reason, I'll give you something to believe. Wie viel Fettgehalt habt ihr im Burger, oder darfst du das auch nicht sagen? Gute 20%. Gute 20%, das kann ja jetzt alles heißen, Zulfi. Ja, Konkurrenzdenken kann ich verstehen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Der Zulfi, der macht sich auch gut vor der Kamera. Du bist ein Kameramensch, Zulfi. Schlingel, Schlingel. So, Zulfi, dann werden wir den mal antesten oben, dann kommen wir gleich wieder. Ich bin echt gespannt. Große Schritte, Leute, große Schritte zum ersten Biss heute. Erstes Essen. Nee, gar nicht wahr, ich habe schon vorher eine Kleinigkeit gesnackt, weil ich Sport gemacht habe.
Ihr merkt erstmal, und das mache ich immer am Anfang, der fühlt sich schön weich, saftig, als hätte er auch das noch einmal mit Wasser überzogen. Liebe das von Burger, dieses Und du hast hier die Röstung. Ich sag euch, viele würden dann sagen, oh nein, verbrannt. Ich weiß nicht, ob es mit Absicht war, wahrscheinlich nicht. Aber wenn es mit Absicht war, sage ich, kann man so machen. Meine besten Gerichte zu Hause, wenn ich gekocht habe, habe ich den Kochtopf unten anbrennen lassen. Dachte ich, das Gericht wäre am Arsch. Und zum Schluss hat es einfach geil geschmeckt. Ich muss wirklich sagen, das ist geil, Mann. Und das meine ich mit dem Dings. Das hat so eine krasse Röstung. Das cruncht richtig einmal. Ganz wild. Dann haben sie, ich nenne es immer, ihr kennt das, wenn ich sage, die McDonald's-Vibes. Die leichten Gürkchen. Und mit irgendeiner Soße, die so ein bisschen an McDonald's ähnelt. Es ist kein Smashburger. Eindeutig nicht. Natürlich nicht. Aber es erinnert trotzdem geschmacklich vom bisher Smashburger-Charakter. Einfach nur, wenn ich die Augen zumache und reinbeißen würde, wisst ihr? Teilweise echt den Biss vom Big Mac. Es ist lange her, dass ich ihn gegessen habe, aber es ist so. Genau, ich werde ihm einmal ein Skill von meiner Mutter zeigen. Wenn nichts anderes geht, zur Not einmal Socken. Wenn nichts anderes geht, einmal Socken. Und dann nochmal über die Hose? Ja, jetzt sowieso. Wäsch doch deinen Mund noch mit dem T-Shirt ab. Ja. Ich habe eine starke Tendenz. Ich tendiere dazu, ihn mit Five Guys gleichzustellen. Es gibt da 8,5 von mehr. Du hast das Grillaroma vom Fleisch noch drin. Du schmeckst die Flammen. Die würden sie in deinem Mund noch toben. Aber für mich hat das Fleisch nicht ganz genug Röstung. Hat es? Ach so, muss ich ran? Kein Problem. So Leute, den Rest lasse ich mir einpacken. Irgendwie hast du mich kaputt gemacht, Mann. Ich darf eigentlich nur 2-3 Bissen, um zu schmecken, Mann. Weil ich muss den ganzen Tag noch essen, naja. So, Zulfi, let's go mit dem Chicken Burger. Ich habe jetzt schon gesagt, Top 10 bist du, ich sag dir aber noch keinen Punkt. Aber eins kann ich dir sagen, um nochmal ein Stück weit nach oben, da wäre das Potenzial da, hätte ich am Fleisch direkt noch mehr Röstaromen am Patty, da hätte noch ein bisschen mehr, wäre da noch gegangen. Alright. Alles klar. Leute, er hängt mich, wenn ich lüge, aber ein gewisser Geruch ist tatsächlich auch hier wieder wie beim Chicken Burger bei McDonald's. Frag mich nicht warum. Dieses Brot, das riecht so geil butterig. Einfach, als hättet ihr Butter drauf gestrichen. Krank knusprig, richtig hart. Das Schlimmste bei Chicken Burger ist, wenn du das Feeling hast zwischendurch, dass du einfach auf Hähnchen beißt, wo kein Gewürz drauf ist, gar nichts, einfach pures Hähnchen. Das ist hier auf keinen Fall der Fall. Leicht zu viel Salz, sage ich euch. Schön handlich, liegt gut in der Hand. Das finde ich geil beim Burger. So eine Riesendinger sind manchmal fragwürdig. Kann geil sein. Man muss dazu sagen, ich habe ja vorhin mit ihm telefoniert, der ist komplett in der Entwicklung gerade noch. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt schon auf der Karte drauf ist. Aber in dem Fall zu viel Salz. Deshalb kann ich nicht mehr als eine 7,4 geben. Weil einfach zu viel Salz ist lecker und im Gesamtbild trotzdem noch knaftig geil. Das war zu viel Salz. Das ist eine einfache Sache, die man verändern kann. Aber mehr in diesem Fall nicht. Weiter zur nächsten Bewertung. Ja, was meinst du? Was hast du denn gesagt? Ich habe selbst probiert. Das Problem ist, ich arbeite ja schon seit Monaten dran und habe jedes Mal akribisch halt alles aufgeschrieben. Und diesmal habe ich es einfach ohne zu messen halt gemacht und ich habe ein bisschen zu viel Salz und das reingehauen in meinem Test. Einen Spruch kann ich mir nicht verkneifen, Zulfi, ne? Das Salz hatte ich hops genommen, wirklich. Das hat mich hops genommen. Ich habe mich selbst hops genommen. Aber. Also wenn er das jetzt gemacht hätte, dann dürfte er sich die nächsten 2 Monate was anhören. Ja, das ist so. Das ist echt scheiße, Mann. Wir sind in Berlin. Es gibt einen Geheimtipp, ihr wisst ja immer. Sherlock Holmes am Start. Wenn was Neues auftaucht auf dem Markt, bin ich der Erste, der hinkommt. Andere YouTuber haben den schon eine 10 von 10 gegeben tatsächlich. Also soll krank sein. Wir testen den. So, der soll hier oben drinnen sein. Ich wollte dich gerade loben, Alter. Muss immer wieder sagen. Der hat richtig Mimik wieder, der Typ, Alter. Der hat abgenommen, Ahmed. Wir sind falsch, wir müssen doch nicht da reingehen. Wir müssen nach rechts. Ahmed ist sauer. Ich krieg gleich ein Bubble Tea spendiert. Ja. Alles ist wieder gut. Geschäftsessen, ja. Das ist wie das kleine Kind, das ich besteche hier jetzt. So, wir sind im Tegelquartier. Ich habe gesichtet, Leute.
So Leute, jetzt habe ich kurz mit dem Chef geschnackt. Alle Smashburger, natürlich den Chicken Burger nicht, den wir testen. Da nehmen wir Classic Chicken Burger, ganz normal Panade. Ja, und jetzt holen wir mal Hack dazu. Hack heißt der Besitzer hier. Hack, Hack. Hi. Grüß dich. Grüß dich erstmal. Ja, schön hier zu sein. Schön hier zu sein. Wir haben jetzt... Schön dich zu sehen. Ja, danke, danke. Du hast sehr geschwärmt von deinem Produkt. Unter anderem auch eine Information auf 3 Plattformen. Uber, Google und Lieferando. Auf Lieferando 5 Sterne. Genau, 5. Genau. Das kommt wahrscheinlich von ungefähr. Woher kommt denn diese klasse Bewertung? Von meiner Qualität, von der Geschmack. Wenn du gute Qualität hast, du weißt das, wie man damit umgeht. Was bedeutet denn gute Qualität in deinen Augen? Du nimmst gutes Fleisch. Ein Smashburger braucht zum Beispiel 20% Fett und 80% Fleisch. Ja. Was ich habe hier, Jungbulle. Deutscher Jungbulle? Genau, deutscher Jungbulle. Mhm. Und das alles zusammen kommt, dann gibt ein gutes Ergebnis. Okay, wir werden uns jetzt die beiden Burger zaubern. Dann werde ich da richtig schön reinknallen. Und dann gucken wir mal, was ich zu der Bewertung sagen werde. Der Hack fragt, ob ich lieber den Bloody Burger bestellen möchte. Dann nehmen wir den. Aber ich schaffe nur den und den Chicken. Du hast nur diese Chance, Hack. Na, mach das. Okay, wir nehmen den Bloody Burger, Mann. Überredet. Alles klar. Du Fuchser, ja. Fuchs, ne? Eine der schönsten Burger. Pesto-Käse, Ahmed. Pesto-Käse ist da drauf. Du lehnst dich ganz schön weit aus dem Fenster. Bin ich gespannt. Ich geier hier mal schon einmal rauf. Das ist aber was anderes. Das ist das Philly Cheeseburger. Das ist das Philly Cheeseburger. Oh, der sieht aber auch geil aus, Mann. Den hätte ich mir auch reingezwirbelt. Was würdest du sagen, ist deine Geheimwaffe? Philly Cheese und Pulled Beef. Pulled Beef auch, Pulled ne? Beef auch. Mit Rinderbeef? Klar. Verrückter Typ, geil, Mann. Er hat recht, aber er macht schon wieder auf Frühscheißer hier, der Affe. Ey, ich will doch nur helfen. Das hört sich richtig beleidigen. Ach, jeder kann mich beleidigen, zu Recht. Ich finde das echt heftig, diese Kombi. Zieh dir das mal rein. Pesto-Käse, Rinderbacon, Wildkräuter. Wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse, eine heftige Kombi. Den Geschmack seht ihr jetzt gleich nach Ahmeds Food Porn. Gib ihn uns, Ahmed. Bro. Nochmal, nochmal. Das ist eine ganz spezielle Technik zum Smashen, muss ich sagen. Ich gucke mir das ja immer an. In der Form diese Technik, unabhängig von der Draufhauen, mit gleich wieder Abschaben, bam, zur Seite. So noch nicht gesehen. Beiseite, sagt er sich vielleicht, beiseite. Wait's gonna be worth it, cuz God's timing is perfect. Patience has a purpose. Waiting for it's worth it. So. Okay. Hier habt ihr dann Bloody Burger. Ja, perfekt. Lass es schmecken. Okay, wir sind gleich wieder da. Der sieht sehr dick aus. Ich hoffe, ich kann den überhaupt mir in die Kiemen drücken. Ich muss ihn ein bisschen pressen, wisst ihr? Ein bisschen reindrücken mit viel Gewalt. In den Mund rein, drinnen rein. Und dann hoffen wir, dass das reinflutscht. Guckt euch an. Guckt euch an. Ich sag euch, brandgefährlich, was schwierig ist. Du musst einen Burger so essen können. Ich nehme kein Messergabel, ich fange nicht mit sowas an hier. Ich wollte unbedingt natürlich den Doppelten, aber ich glaube, es geht gerade noch. Burger im Kurzdurchlauf, der lebt vom knackigen Salat. Das ist wirklich ein ganz anderes Feeling, dieser Salat da drin. Knackigen Bacon, zwischendurch ein Jalapeno-Biss, ist schon eine feine Sache. Ganz saftiger Burger. So Leute, ihr kriegt ihr direkt meine Bewertung mal eben. Ich denke, ich habe genug zum Burger gesagt, das ist für mich auch von 10 Punkten. Absolute andere Kreation, lohnt sich absolut den zu testen. Kommt leider nicht in mein Ranking rein, schafft es nicht ganz. Aber diese Kreation mit dem roten Pesto, diesen Jalapenos, ganz saftiges Fleisch, war ganz saftig. Knackiger Bacon, würde ich schon sagen, kann ich euch absolut ans Herz legen. Und jetzt werden wir mal darum, wo es eigentlich geht, den Chicken Burger mal eben reinfetzen. Wir werden den Chicken Burger jetzt probieren. Bin gespannt, was der gute Hack mir jetzt auf den Tisch hackt. Jeder einzelne Burger hat sehr, sehr gute Bewertung. Alle meine Stammgäste haben einfach durch die Karte probiert. Von oben nach unten. Ja. Alles. Danach können sie nicht entscheiden, was sie essen wollen. Ja, dann fängt man wieder von vorne an. Ja, genau, dann fängt man wieder vorne an. Ich kenne das aber auch. Es gibt die, die sich nie trauen, immer das gleiche bestellen. Ich muss aber immer was anderes so. Ich brauche immer neuen Input so. Wenn du einen kleinen Mund hast, hast du ein Problem. Du hast aber einen großen Mund. Ich hab großes Mund weg. Bis gleich, Hack. Großes Mund. Oh, hier sucht jemand, wer einen Platz braucht, hier seinen Laden anmieten möchte.
Ein Burgerladen direkt neben Hackbisch, ein konkurrenzbelebtes Geschäft. Nachmittag. Das ist geil, ja? Was? Und wir beide da jetzt einfach. Wisst ihr eigentlich, Leute, dass wir eigentlich nur einen Laden aufmachen wollen und euch alle nur ballern wollen? Einfach nur ballern. Was ist nur ausspionieren? Einen Laden aufmachen danach. Ja. Sonst würden uns die Geschäftsleute nie bei sich hinten in die Küche lassen. Wir nehmen euch hops. So, Leute, ich hole die mal für euch nochmal runter. Auch interessantes Brot. Das ist bei beiden so sehr dick, aber trotzdem im Verhältnis dazu, dass sie auch dick belegt sind, ist ein gutes Verhältnis. Verbrenn dich nicht, kann echt heiß sein. Wir machen ein YouTube-Video, ja. Wir müssen hier gerade frisch verköstigen. Hulk. Ich hab dir gesagt, es das heißt, der glaubt mir nicht. Also gestehe ich ein, Leute, der ist nicht mein Ding, der ist zu fade. Zum Schluss trinkt die Soße durch, aber im Gesamtkonzept ist der für mich nicht so der Burner, sagen wir mal so. Der andere Burger, wirklich, muss ich sagen, heftig. Deshalb ab von mir absolute Empfehlung, neuer Burger auschecken, weil der echt richtig geil ist. Aber der Chicken Burger flasht mir nicht so. 4 von 10 hätte ich gegeben. Geschmackssache, aber der andere, wie gesagt, absolut lohnenswert. Ist ja eigentlich auch nicht sein Kerngeschäft, er bietet den mit an. Aber naja, ich würde sagen, ab geht's zum nächsten Burger. Ich sage euch rein von den Nachrichten, die ich gekriegt habe, ihr nervt mich seit Jahren, aber es ist tatsächlich so, weil ich jetzt checke, wie lange ich das schon mache, dass ich diesen Burger testen soll. Und irgendwie ist es nie dazu gekommen und es ist da, bei diesem Burger ist es wirklich, was Nachrichtenmenge angeht, eins der krassesten Burger überhaupt, wo ihr mich schon penetriert habt, den halt zu testen. Wieder so anderes Feeling hier in Hannover mit dieser Straßenbahn oder was. Das ist jetzt chillen die da an der Straßenbahn. Sowas gibt es bei uns nicht. Lacht euch auf die Burger gefasst. Ich hole sie jetzt einfach raus, Mann. Wir werden direkt snacken. Ich habe voll Hunger. Dienstagabend, es ist brechend voll, das ist so auf Irish Pub angelegt. Die Musik auch, so eine dicken Bierkrüge da. Guinness Bier sehe ich hier, genauso wie in Buxtehude hatten wir auch mal so ein Irish Pub. Und wir werden hier draußen Platz nehmen, uns jetzt 3 Burger ziehen. 2 für mich, 1 für Achim. Und dann gucken wir, ob die was taugen. Also jetzt nur mal ungefähr, ne? Vor 10 Minuten ungefähr habe ich hier gesagt, oder 10 bis 12 Minuten. Sie hat gesagt, wir sollen draußen warten, sie sind die Bestellung auf. Ist halt viel los, aber wir gucken einfach mal, wann es losgeht. Also man muss jetzt sagen, wir warten jetzt halt 15 Minuten und es wurde auch noch keine Bestellung aufgenommen. Nur ganz neutral, ne? Wir waren erst drin, haben schon gesagt, was wir haben wollen. Die hat gesagt, geht am Platz, wir bedienen euch jetzt. Nur ganz neutral. Möchte ich einmal gucken, wie lange es dauert, bis wir unseren Burger auf dem Tisch haben. So Leute, warten genug. Ich gehe jetzt nochmal rein. Also ich gehe von aus, sie haben uns verplant. Wir warten jetzt großzügig gesagt 25, 26 Minuten insgesamt. Nachdem die gesagt haben, geht raus, wir nehmen die Bestellung draußen auf. Jetzt gehe ich einfach nochmal rein und frage, was los ist. Kurze Frage, weil wir machen immer so eine Videos, ne? Wir fragen uns dann natürlich, habt ihr uns vergessen oder ist das so die Standardzeit, bis man... Wir haben euch ehrlich gesagt vergessen. Einfach verplant, okay, wenigstens ehrlich. Okay, entspannt, alles gut, das passiert. Für mich nicht, danke. Aber da habe ich eine Frage, wenn jemand nichts zu trinken nimmt, denkt man dann, derjenige ist arm? Nee, ne? Okay, danke. Burger gut? Nicht so toll. Und du? Du fandest ihn gut? Da sieht man mal. 2 Jungs, 2 Mann, die wollen beide nicht gefilmt werden. Die sehen euch ja irgendwann nochmal wieder, ne? Ausgebucht. Okay, danke Jungs. Ne? Haut rein, ciao, ciao. Nach 15 Minuten haben wir jetzt das Getränk bekommen. Ahmed hat sich nämlich eine Cola bestellt oder sowas. Also meine Prognose, der Burger dauert noch 20 Minuten. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist in 10 Minuten da. Glaubst du? Du sagst halbe Stunde, ich sag 20 Minuten. Guten Hunger wünsche ich euch. Sorry nochmal, dass es so lange gedauert hat. Ah, alles gut. Passiert. Also ich muss sagen, gerade die Smashburger auch, Leute, die bocken aber maximal. Also sie sehen echt gut aus. 29 Minuten übrigens, beziehungsweise ich habe jetzt verplant zu gucken. Und 27 Minuten waren das circa. Übelst knackig. Eine sehr große Panade. Das bringt doch nichts, wenn das Matsche hier ist. Und nicht knackt, das muss richtig hart knacken. Ich dachte, die Scheiße nein. Aber es ist anscheinend nicht so. Wir haben hier halt noch den Bacon. Die Kombi fühle ich nicht. Verstehe ich die Kombi nicht, weil das ist an sich ein heftiges Ding. Ich habe halt noch den Coleslaw hier. Coleslaw, Salat, Tomaten. Also Bacon völlig fehl am Platz, muss man einfach sagen. Wir haben keine Servietten aufgekriegt, gar nichts. Nachher wohlgemerkt eine Stunde oder länger als eine Stunde, bis unser Essen kam. Leichte Schärfe drin. Du merkst vor allem auch eine leichte diese Butternote von lieblichen, süßen Bun. Das kickt zwischendrin leicht rein. Schöne Schärfe, schöne Frische. Nicht matschig durch den Coleslaw, haben wir oft gehabt. Knackig, alles. Der Bacon macht es echt madig, aber... Warum macht man das?
Alter. Geil, Alter, Digga. Genau das hat mir gefehlt noch. Was kostet mich das, ein Video zu drehen mit euch? Digga, sei mir nicht böse, ne? Ja. Aber wir müssen die Burger kurz essen und unser Video fertig machen. Weil wenn ihr seid am... Okay, dann mach fertig. Danke dir, Mann. Okay. Korrekt. Danke dir. Ich nehme dir jetzt auch einen Burger. Korrekt. Also so gesehen, Leute, muss ich ihn nehmen, wie er ist, mit dem Bacon. Und da muss ich eigentlich sagen, hat er versagt für mich. Und mit dem Bacon ist das für mich vielleicht eine 5 von 10. Ohne ist es echt für mich eine, das ist schon knapp über eine 8. So eine 8,2 kann ich dem geben, aber ich kriege den Bacon nicht über runter. Da kann ich nur eine 5 von 10 geben. Jetzt gucken wir den hier an. Der hat leider eindeutig versagt für mich. Ich bewerte hier nicht schlecht, weil ich salzig bin oder so, weil ich warte. Er ist einfach trocken. Das wundert mich, weil das hier war so gut eigentlich vom Bann her. Zusammen für den trocken, kurzer Ketchup-Kick, aber zum Schluss tragbar noch. 4 von 10. Das war für mich, der die besten Burger sucht und ich suche hier. Ich habe den jetzt genommen, weil ich so viele Empfehlungen gekriegt habe und da tut es mir einfach leid. Ich suche die Läden aus, weil ich einen Knaller suche. Euch die besten Läden zu präsentieren in ganz Deutschland und in dem Sinne hat für mich das Ganze versagt. Ich korrigiere nochmal bei dem normalen Burger. 5 von 10 Punkten. Gibt's zu mir. Weiter geht's. Also zur Bewertung nochmal vom Chicken Burger, Leute. Ich wäre gewillt gewesen, wenn ich den ganz runtergefriemelt gekriegt hätte, meine Bewertung zu geben, die ich gegeben hätte, wenn er nicht drauf gewesen wäre. Aber ich habe ihn nicht mal ganz runtergekriegt, Leute. Und ich muss den Burger am Ende des Tages so bewerten, wie ich ihn gegessen habe und nicht irgendwelche Traumvorstellungen zurechtspinnen, wisst ihr? Es hörte sich für mich geil an, nach einer schönen Kombi, aber letztlich wäre das ohne Bacon. Und das muss ich sagen, geile Kombi gewesen. So, das ist ein sehr guter Chicken Burger. Chicken Burger hätte ich eine 4 von 10 hätte ich gegeben. Geschmackssache, aber der andere, wie gesagt, absolut lohnenswert. Das ist ja eigentlich auch nicht sein Kerngeschäft. Er bietet den mit an. Aber naja. In diesem Sinne, ein, zwei Tage später von mir die Verabschiedung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch diese Chicken-Mission. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr mir ein Feedback gibt, was ihr von dieser Chicken-Mission haltet. Ich möchte das gerne intensivieren, weil ich es selber sehr gerne mag. Wenn es euch auch gefällt, Daumen oben reinknallen. Kommentar natürlich auch sehr gerne. Und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.